Meine Freunde, ich brauche unbedingt jetzt eure Unterstützung, also unbedingt, unbedingt das Video bewerten, meine lieben Damen und Herren, und mich komplett supporten, weil ich habe mich dafür entschieden, das Video hochzuladen. Nach diesem Video wirst du Barello hassen, weil ich ehrlich gesagt wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr wütend bin mit der Aktion, die gerade von ihm durchgezogen wurde. Und deshalb packen wir mal komplett aus und gucken mal, wie viel Dreck dieser Mensch am Stecken hat. Das bedeutet nicht, dass ich fehlerfrei bin, das will ich mal betonen. Ich habe sehr viele Fehler gemacht, ich bin kein fehlerfreier Mensch. Habe auch einige Sachen, die ich wirklich auch falsch gemacht habe, da muss ich gerade stehen. Aber dieser Typ macht gerade wieder mal etwas falsch. Also ich versuche aus meinen Fehlern zu lernen und gebe mein Bestes. Dieser Typ macht das allerletzte wieder. Wieder. Warum ich das Ganze mache und warum ich mich entschieden habe, dieses Video zu drehen, ist ganz einfach. Er hat nämlich jetzt gerade vor kurzem, meine lieben Damen und Herren, in seiner Instagram-Story das gesagt. Obwohl er mehrmals gesagt hat, das Statement von Mois, wo es um Menschen geht, wo es um Menschen in der Türkei geht, die im Erdbeben umgekommen sind, Familienangehörige, wo sie Geld haben möchten etc., wo wir Aufklärungsbedarf benötigen und das Statement normalerweise heute um 22 Uhr online kommen soll und es schon mittlerweile 22 Uhr ist, verdammte Kacke, macht er genau das. Jo Leute, was geht, ihr, wenn ich am Trainieren gerade, Leute, wenn diese Story 100k Aufrufe kriegt, ne? Ihr könnt das weiterschicken, macht was ihr wollt. Wenn das 100k kriegt, Leute, kommt Statement gleich. Ich poste heute Statement. Aber wenn wir kein 100k kriegen auf diese Video, auf diese Story, ne? Dann lohnt sich nicht. Dann lohnt sich nicht, Leute. Dann poste ich erst morgen. Habt ihr gerade mitbekommen, was er gesagt hat? Es lohnt für ihn, also es lohnt sich für ihn nicht, dann die Story hochzuladen, beziehungsweise, sorry, nicht mal die Story, das Statement hochzuladen, wenn seine Story nicht 100.000, Zuschauer sieht. Erstens, dieser Zuschauer kann nur er sehen, kein anderer. Das heißt, er kann uns hochnehmen, wie auf keine Ahnung, vielleicht hat die Story jetzt schon seine 100, ich sage halt nur, sowas kann man nicht beweisen und ihr Statement wird nicht online kommen. Wie ihr auch gerade gesehen habt, ist das Statement nicht online gekommen. Mois ist auf diesen Menschen eingegangen, obwohl er seine Historie kennt, um so eine Geschichte. Wollt ihr uns eigentlich veräppeln, Digga? Wollt ihr eigentlich uns als Community, als Zuschauer komplett veräppeln? Ich spreche hier im Namen aller, die eigentlich dieses Statement erwarten. Ich habe, guckt mal, Freunde, wenn wir schon dabei sind, bevor wir jetzt auf das Ganze gehen, ich habe auf Mois seinem Video reagiert und guckt mal, wie viele Leute das Video bewertet haben, ne? Ich habe geschrieben, wir warten, das ist vor 2 Tagen übrigens, wir warten und warten und warten und warten und warten. Du wolltest mich privat anrufen, Mois, das wollte übrigens. Du wolltest ein Statement machen, seit gefühlt 10 Jahren. Aber Friseur gehen ist wichtiger, weil er dann beim Friseur war vor kurzem und da ein Video extra gemacht hat, dafür, da. Seht ihr es, Freunde? Also, die nehmen das Ganze sehr, sehr easy. Die wollen uns komplett hops nehmen. Versteht ihr, was ich meine? So, das mit Statement und Erdbeben und dies und das. Egal. Versteht ihr, was ich meine? Jetzt gehen wir wieder zurück zu Barello. Der Typ sagt ja, erst bei 100.000 Zuschauer mache ich das Statement online, ne? Ich habe ja gesagt 20 Uhr, aber kack drauf, ja? Erst bei 100... Tu, Digga, was für Menschen, Mann! Ich erwarte von euch Unterstützung. Bitte, wir sind eine heftige Armee. Bewertet das Video, supportet mich, Freunde, weil ich rede hier im Namen aller Menschen, die gerade diese Aktion ekelhaft finden. Manche finden vielleicht die Aktion von Barello... Wie ihr wollt. Aber ich rede im Namen aller Menschen, die die Aktion... ekelhaft sehen, ne? Und jetzt gucken wir mal, was er hier alles gemacht hat in der Vergangenheit. Just Nero, kranker Typ, hab mit ihm mittlerweile Kontakt, wir reden mittlerweile aktiv und verstehen uns relativ gut. Gucken wir mal, ich habe 2 Videos von ihm rausgenommen, nur ein paar Szenen, was Barello denn alles gemacht hat, damit wir sehen, dass dieser Mensch sich nicht verändert hat. Er verarscht uns ununterbrochen und hat trotz allem Hype, Beliebtheit, Fame, Geld, alles, ne? Aber egal. So potenzielle Manipulation vom Algorithmus auf nicht ganz so faire Weise ist halt ein großes No-No in der Social-Media-Welt. Das macht man einfach nicht. Gut, seinen Fans zufolge ist es dann doch nicht so relevant. Solche Leute wie du sind am schlimmsten, was die können, keine was gönnen, kauf du auch Klicks. Halt die Fresse! Ja, das wird's auf jeden Fall sein. Sind scheinbar echt helle Knicklichter, die ihm da folgen. So, kommen wir zum Abschiebungsfake. Das hat er wirklich getan. Achtung, jetzt passt mal auf, was er alles getan hat. Vielleicht wissen es nicht die meisten, ne? Das hat er wirklich gemacht. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich halte das alles nicht mehr aus. Um das in einem Witz zu verbalisieren, der das Level der
Scheißhaftigkeit einfängt. Ich habe ein Brötchen angerufen. War belegt. Klar nenne ich dich dann Hu. Danke übrigens an Momoody fürs Archivieren. Ganz wichtig, ganz wichtig. Schick bitte dieses Video weiter, guck mal, was ich bekommen habe, Leute. Schick das Video weiter und schreib gute Kommentare. Ja, und wie sollen dir, Zitat, gute Kommentare, denn bei einer Abschiebung helfen, magst du mir das vielleicht mal erklären? Ein guter und angebrachter Kommentar wäre an der Stelle übrigens gewesen, dich zu fragen, ob die verspätete Oligophrenie diagnostiziert wurde, mein Guter. Oder anders ausgedrückt, sag mal, bist du eigentlich gänzlich bekloppt? Wie kann man sich so dämlich anstellen, sowas zu faken? Hier ist der Link dazu. Das hat er sich vom Schwarzwälder Boten gemobst und als seins ausgegeben. Ne, danke nochmal an Mo, der hat damit so viel Reichweite gemacht. Also liebe Grüße an Mo, dass er die gute Arbeit gemacht hat. Hier seht ihr, Abschiebung gefaked. Vietnam. Der hat unter dem Vorwand auch noch nach Geldspenden gefragt, okay? Das ist illegal. Das ist illegal. Steht auch da, das ist illegal. Ihr seht, wie ekelhaft diese Menschen sind, ne? Ist nicht legal, unter falschen Vorwänden nach Spenden zu betteln. Ich habe einen fahren gelassen. Das ist Vortäuschung falscher Tatsachen, glaube ich, oder? Barello wurde übrigens von Cody 98 damit konfrontiert. Was er dazu sagt, die Leute so verarscht und betrogen zu haben, ja, jetzt haltet euch fest. Er sagt, ey, Leute, spendet mir Geld, dies, das, sonst, weil ich werde abgeschoben nach Kosovo und so ein Scheiß. Aha. Ist gut. Auf jeden Fall, man macht Geld. Man macht Geld. Ist gut. Man macht Geld. Lieber sehr geschätzter Herr B. Arello, ich möchte Ihnen hiermit die Option der Selbstdeinstallierung Ihrer Social Media Accounts unterbreiten. Ja, bitte. Aufgrund bitte. Einiger Ereignisse, bei denen ich mich frage, wie konntest du das ganze Lack, welches du gesoffen hast, überhaupt bezahlen? Und das frage ich dich, obwohl deine TikTok-Kollegen angegeben haben, dass du teilweise, möglicherweise über 100.000 Euro im Monat mit deinem digitalen Sprühstuhl einnimmst. Cody stellte daraufhin noch folgende Frage. Das ist sehr, sehr schade, dass solche Menschen so viel Geld verdienen. Das ist so ekelhaft. Ihr unterstützt einfach die Falschen, ne? Aber findest du nicht ein bisschen respektlos, seine Seele zu verkaufen, damit man Geld macht? Ja, ein bisschen schon. Aber Geld ist wichtiger. Ja, wie... Alter, beend dich. Ich mein's ernst, lösch dein TikTok. Bitte. Das hat übrigens noch nicht gereicht. Der hat mittlerweile, Gott sei Dank, hat TikTok ihn selber mittlerweile aus der Plattform gesperrt und er darf nie wieder einen TikTok-Account gründen. Gott sei Dank. Allen Ernstes, um nochmal maximal viel Aufmerksamkeit rauszukitzeln, eine Petition eröffnet. Ja gut, zum Glück hat die keiner unterschrieben. So fast keiner, weil das würde der Sache allgemein und dem Thema nicht so ganz förderlich entgegenstehen. Das hat keiner gecheckt und jeder hat das geglaubt? Für über ein Jahr? Wie viele Unterschriften hat er denn bekommen? Ja, da dachten sich wohl 20.000 Leute, ja, wir haben unser Idol gerettet. Barello ist so toll. Und wenn ihr jetzt denkt, ehrenloser kann es nicht werden, doch. Oh, so spät schon. Wird langsam Zeit. Meine letzte perfide Manipulation, mein Video zu liken, hat brillant funktioniert. Ich musste mir also noch etwas Besseres einfallen lassen, um das Resultat noch weiter zu perfektionieren und euch maximal zu um euch ganz freundlich um Like zu bitten. Das hier, Freunde, ist Zelda. Zelda ist meine Katze und sie wünscht sich ganz doll, dass dieses Video hier geliked wird von euch. Wenn ihr mein Video nicht liked, wird sie traurig. Jetzt müsst ihr das Video bewerten, Freunde. Für Zelda, auch mein Video. Traurig und fängt bitter an zu weinen. Wollt ihr, dass sie traurig wird? Natürlich nicht, also jetzt liked das Video, Mann. Ey, das Ding ist, das wird wahrscheinlich wirklich funktionieren. Trotzdem Alter meiner Community. Das Kapitel halte ich kurz. Es macht mich nämlich einfach nur sauer. Als jemand, der sehr viele Menschen an Krebs verloren hat, jemand dabei zu beobachten, wie er Krebs faked. Für Reichweite und Geld. Wer mir auf Insta folgt, weiß, dass ich damit in letzter Zeit auch ziemlich unschöne Berührungspunkte hatte. Ich hatte nämlich einen Tumor an der Wirbelsäule, der mir vor knapp 2 Wochen rausoperiert wurde. Und es war unklar, ob ich Krebs habe. War unwahrscheinlich, ja. Aber ich hatte dennoch die Eventualität im Hinterkopf und alleine diese kleine Chance. Mittlerweile hoffe ich, dass Justin Jaro wieder gesund ist. In dem Sinne, gute, gute Besserung, Bruder. Ja, ich habe auch meine Oma leider verloren mit dieser Krankheit, ne? Und sie war mir sehr, sehr nah. Ich habe sie immer noch, immer auf meinem Handy als Hintergrundbild mit meiner Mama. Die bestand. Und er faked Krebs, ne? Der Barello faked Krebs. Richtig geballert. Die Zeit, in der ich auf die OP warten musste, war nicht schön, Barello. Ich kann übrigens entwarnen, die Biopsie ist durch, der Tumor war Gott sei Dank gutartig, ne, trotz seiner Größe. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wie sich dabei Leute fühlen, die diese Diagnose tatsächlich gestellt bekommen haben, Barello wirklich f*** ich einfach nur. An der Stelle wünsche ich jedem Betroffenen, der hier zuhört, wirklich alle Kraft der Welt.
Ihr habt meine volle Solidarität und lasst euch von solchen Trotteln nicht kränken, okay? Das gilt ebenso für jeden, der Angehörige oder Freunde hat, die erkrankt sind. Ich wünsche euch wirklich alles erdenklich Gute in dieser unfassbar schweren Zeit und ich bin gedanklich auf jeden Fall bei euch. Genauso bin ich gedanklich gerade aber dabei, Barello einige wüste Dinge um die Ohren zu hauen. Wir gucken uns an, was er genau gemacht hat. Er hatte keinen Erfolg damals, ne? Bis er halt angefangen hat, solche TikToks hier zu posten. Na, da hat er so geschrieben, dass er nur noch 20 Tage zu leben hat und dass er dann seine Familie im Jenseits wiedersehen kann. Letzteres ist übrigens auch gelogen, mit seiner Familie macht er nämlich gerade TikToks. Natürlich werden leider Gottes auch Familien... Ja, seine Schwester macht mittlerweile auch aktiv TikTok und wie sie sich präsentiert, aber das ist auch ihre Sache und das, sie soll machen und tun, was sie will. Aber ja. Mitglieder von ihm gestorben sein, aber... Barello macht sich nämlich sehr, sehr oft lustig über Frauen und über Mädchen, wie sie sich kleiden und so weiter und guckt nicht mal auf die Familienangehörigen, wo ich mir denke, immer auf sich selber gucken, bevor man über andere guckt. Nicht böse gemeint, aber macht das mal lieber. Implizit wollte er damit ausdrücken, dass er keine Familie mehr hat, ne, weil alle tot sind. Und das spezifizierte er später sogar auch nochmal. Ist halt genauso gelogen, um Mitleid zu erhaschen. Ne? Übrigens sinnvoll zu sagen, dass man nur noch 20 Tage zu leben hat. Normalerweise kommen dann nach 20 Tagen auch mal so Nachfragen, wie es denn gerade aussieht. Wenn man das schon macht, sollte man sich vielleicht nicht wie der letzte Horst anstellen. Aber wir sind hier auf TikTok, ich sollte die Maßstäbe nicht zu hoch legen. Da ist es halt egal, Krebs und Abschiebung zu faken, das juckt ja niemanden. Wer da alles erfolgreich wird, kann man sich nicht ausdenken, wirklich. Das hat der am Anfang seiner Karriere gemacht. Langsam verstehe ich auch, warum Bachmann da mit Talern beworfen wird. Er wollte wirklich, dass ihm die Leute glauben. Er postete da zum Beispiel so ein Krankenbett und solche medizinischen Maschinen. Er hat ein Foto seiner Hand gepostet, um Medikamentennebenwirkungen zu simulieren und spätestens da sollten Leute schon gemerkt haben, irgendwas ist hier ein bisschen schief. Also Barello, nur mal für dich, ne? Wenn du nur noch 20 Tage zu leben hast, dann bist du sehr wahrscheinlich in der Palliativphase. In Palliativphasen werden in der Regel nicht mehr so enorm heftige Medikamente verabreicht. Du wirst mit anderen Medikamenten begleitet, die deine Schmerzen, deine Symptome, das, was dich belastet, einfach nur gelindert. Das ist mal das eine Video, ne? Das heißt, hier seht ihr, Freunde, Abschiebung gefaked, Krebs gefaked. Gehen wir weiter. Einen überaus tragischen Vorfall, weltweite Bekanntheit erlangt und auf TikTok an die 2 Millionen Follower. Erstmals Aufmerksamkeit erlangte sie durch eine türkische Talentshow. Was sie aber wirklich bekannt machte, ist das, was ihr danach widerfahren ist. Mutlu wurde Opfer eines Mordattentats ihres eifersüchtigen Ex-Freundes, nachdem sie in der Talentshow Ceci Şokgözel, sorry für etwaige Aussprachefehler, einiges an Aufmerksamkeit erlangt hatte. Ich glaube, Şokgözel bedeutet immer gut oder so, oder perfekt, irgend sowas auf Türkisch. Ich kann nicht Türkisch, aber ich glaube, ich habe das schon mal gehört. 26-jähriger Ex-Freund schoss auf widerlichste, heimtückische Art durch ein Fenster gezielt auf ihren Kopf. Und dieses Ziel verfehlte er nicht. Wie durch ein Wunder konnte sie gerettet werden und den Kopfschuss, wenn auch nur knapp, überleben. Und ihr Freund kam dafür 15 Jahre in Haft wegen 15 Jahre, Digga, der soll lebenslänglich kommen, Digga. Der soll für immer und ewig eingesperrt werden. Da schießt jemanden absichtlich in den Kopf, um ihn umzubringen. Versuchten Mordes. Allerdings blieb das Ganze nicht folgenlos. Sie lag mehrere Wochen im Koma und durch den Vorfall trug sie leider eine Behinderung davon. Diese ganze Causa erlangte unfassbare mediale Aufmerksamkeit und noch während sie im Koma lag, wurde sie zu einem Symbolbild für Gewalt gegen Frauen, besonders in der Türkei. Mit dieser Frau ging Barello vor kurzem live und was er dort für ein Benehmen an... Mutlu ist da zuckersüß, wirklich. Eine zuckersüße Frau, wunderschön. Also wirklich, liebe, liebe Grüße gehen raus. ...den Tag gelegt hat, ist an verbaler Abartigkeit kaum zu überbieten. Wir schauen uns jetzt gemeinsam an, was er getan hat. Das Ganze fand auf Türkisch statt und ihr müsst kurz hinschauen und die Untertitel mitlesen. Ansonsten gebe ich hinterher nochmal grob wieder, was er so gesagt hat und vor allem, was halt passiert ist. Das Ganze wurde mir übrigens von Baku übersetzt. Vielen Dank nochmal dafür. Ich hoffe, der kommt langsam mal wieder. Schauen wir mal rein. Follow me. Ben seni anlamıyorum. Ich verstehe dich nicht. İstemiyorum. Seni anlamıyorum. Sen niye böylesin? Sen salak mısın ya? Sen kafa. Bist du deppert. Çocuk. Efendim. Bitte. Tabi misin? So in Kürze zusammengefasst. Er fragte sie, ob sie dumm ist. Sagte ihr random, ich liebe dich. Dann sagte er noch, ... Bist du wahnsinnig. F dich, du Arsch, geäffte, ne?
Mutlu war natürlich nicht nur sichtlich gekränkt davon, man sieht in ihrem Blick, dass sie das wirklich getroffen hat und traurig macht, finde ich zumindest, ich interpretiere das so. Warum halt ein fremder Mann ihr sowas um die Ohren haut, ne? Sie hat es halt schon schwer genug. Sie sprach ihn auch darauf an, dass es unverschämt war. Das ließ er natürlich nicht auf sich sitzen und entgegnete, dass sie schlecht erzogen ist. Natürlich, weil sie auch die ist, die gerade wüst Leute beleidigt, ohne Grund. Wie oft möchte er noch solche Assi-Moves bringen? Oder wie ekelhaft, wo... Und dann natürlich das mit dem Statement heute, genau dasselbe. Erst wenn wir 100.000 Zuschauer haben, lade ich das Statement hoch von Mois und dem Ganzen, ne? Weil es ja eh nur irgendwas ist, obwohl das so, so wichtig ist. Um es in anderen Worten zu fassen, die aktueller nicht sein könnten, wann ist Schluss? Natürlich hat er für dieses Verhalten von der allgemeinen Internet-Community digitale Erziehungsschellen kassiert. Und jetzt, Freunde, beginnt ein Heuchelfeuerwerk vom Feind. Seine Nicht-Entschuldigungs-Entschuldigung. Hallo Leute, das ist Mutlu, Leute. Gestern habe ich ein bisschen übertrieben. Ein bisschen. Merkst du mittlerweile selber, oder? Im Livestream habe ich ein bisschen auf Türkisch geredet. Keine Ahnung, was ich gesagt habe. Das ist... wirklich straight gelogen. Direkt richtig frech ins Gesicht. Er wusste ganz genau, was er da sagt. Das hat er mittlerweile sogar selber eingeräumt. Ich kann es vorweg sagen, er hat sich danach noch ein paar Mal entschuldigt, weil er nach dieser Nicht-Entschuldigung einen noch größeren Shitstorm kassiert hat. Was auch berechtigt ist für das, was er da abgeliefert hat. Ne, erster Versuch war halt mal wieder typisches Relativieren und Rumlügen. Und dann hat er irgendwann gemerkt, dass das Fass der Scheißhaftigkeit irgendwann auch mal voll ist, ne? Jetzt rudert er. Klar, was auch sonst, ne? Und dann hat mir einer erzählt, Leute, ihre Vorgeschichte und so. Und ich wollte mich entschuldigen vom Herzen, Leute, weil ich habe schlechtes Gewissen. Schlechtes Gewissen, weil dieses Mal selbst deine eigenen Leute pissig auf dich sind. Ihr wisst schon, ne? Die Leute, deren bestes Argument bisher nur neidisch ist, sollte man ihn kritisieren. Deswegen vielleicht, weil du selbst bei denen reingeschissen hast. Mutlu, nur Liebe für dich. Leute, markiert Mutlu in meine Kommentare. Sag, Barello liebt dich, bis sie kommentiert oder so, Leute, ja? Digga, lass sie doch einfach mal in Ruhe. Es reicht, was du da live abgezogen hast. Du brauchst sie ja jetzt nicht noch im Nachhinein mit dieser Spam-Aufforderung deiner Community gegenüber belästigen. Vor allem, solange bis sie kommentiert. Ist klar, Alter. Bah, wirklich. Auch erwähnte er, dass er ja gar nicht gewusst habe von ihrer Einschränkung. Naja, sie hat 2 Millionen Follower und es reicht ein Klick auf ihr Profil, um zu wissen, was bei ihr los ist. So, Indiz B, er hat gezielt das Wort Kopf in den Raum geworfen nach der Beleidigungstirade. Zugegeben, ist ein schwächeres Indiz, das ist mir durchaus bewusst. Was aber der Fall ist, war, dass sowohl der Chat als auch seine Moderatoren ihn darauf aufmerksam gemacht haben, was er da gerade tut und wer das da gerade ist. Ich muss ehrlich sagen, ich kaufe ihm das nicht ab, dass er es nicht wusste. Ich glaube ihm das nicht. Ich denke, er wusste schon, wer Mutlu war. Insbesondere, weil er auch noch die Talentshow, in der sie war, erwähnte. Aber das ist nur so, wie ich die Dinge sehe. Ich habe halt Indizien, die mich durchaus überzeugen. Vielleicht kannte er sie ja wirklich nicht. Nur weil ich das stark in Zweifel ziehe, ist es ja nicht zwingend so. Aber mal abgesehen davon, nur weil eine Person nicht behindert ist, heißt es noch lange nicht, dass man so ekelhaft mit ihr umspricht. Das ist auch so. Das stimmt. Hundertprozentig bringen darf. Er war deswegen übrigens sogar in den türkischen Nachrichten. Kein Wunder, dass er irgendwann auf Hauruck-Basis anfängt zu paddeln und den Entschuldigungsminister mimt. Wisst ihr, was seine ganzen Entschuldigungen danach höllisch entwertet? Also erstmal, dass er mehrere Anläufe braucht und selbst in den folgenden Stories darauf relativierte und Schuldzuweisungen betrieb, ne? Wieder andere Personen machen ja dies und wegen anderen Personen passiert sowas und bla bla. Es ist halt völliges Müllgerede. Also sorry. Wirklich. Aber was das Ganze wirklich völlig obsolet macht, war, dass er das hier kurz nach seinen Entschuldigungen gemacht hat. Ey, ey, 3 Mädchen habe ich eingeladen, genau du nimmst an. Warum nimm nicht die schönen an? Die 2 schöne Frauen an? Ja, bevor du Menschen nach ihrem Äußeren beurteilst, solltest du vielleicht mal dein Inneres reflektieren. Das war fast so pathetisch wie seine Entschuldigung. Unglaublich, wie er mit den Menschen umgeht. Und das wird natürlich gefeiert, ne? Was denkt er sich eigentlich dabei, so eine Scheiße, für die er sich so unglaublich geheuchelt entschuldigt hat, direkt nochmal zu pullen? Ja, okay, was da in seinem Kopf vorgeht, kann ich mir schon ziemlich gut vorstellen. Ist krank. Ich guck nur, ich bin nur ein bisschen vor, ich will euch nicht lange aufhalten. Macht er noch irgendwas? Stellt euch wieder was vor. Zittern nicht. Ich hab gesagt, stellt euch vor. Zittern nicht. Puh, ich möchte meinen Monitor in Einzelteile zerlegen. Sorry. Also wenn euch das nicht von seiner Reue überzeugt hat, schaut euch mal an, wie er im Nachhinein darüber redet. Da kann man ihn wirklich nur verzeihen. Da habe ich auch Krebs vorgetäuscht. Einfach so gepostet, ich bin krank und so, ne? Das ist viral gegangen, ich habe Abonnenten bekommen, so, ne? Krass, ich dachte mir, oha, oha, wie soll ich das? Ich habe Videos rausgeholt, ich habe angefangen und so. Einfach krass. Haha, Krebs vortäuschen und so, ne?
viral Abonnenten. Oha, voll cool und einfach krass. Und Alter, Barello, halt doch einfach mal. Ihr merkt auch, dass er die Sache gar nicht mal bereut. Er merkt nicht mal, dass er irgendwas getan hat. Er freut sich. Abonnenten, Klicks, dies, das. Der geht wortwörtlich über Leichen, versteht ihr? Also der hat wirklich jeden übertroffen, inklusive mir, versteht ihr? Also ich habe auch meine Grenzen, er übertrifft alles. Deine Fresse. Wenig später im Placement schiebt er die Kritik dann darauf, dass er ja mal gesagt habe, er sei ja der King und nicht Monte, weil Monte ja auf mein Video reagiert hat. Ne, sieht's logisch. Und jetzt würde Monte erst später schießen, weil er möchte, dass Barello gehatet wird. Das liegt nicht daran, dass ich mein Video nur zu dem Zeitpunkt rausgehauen habe und Monte dann darauf reagiert hat, ne? Das hat nichts mit dem Ursprungszeitpunkt vom Video zu tun. Logisch, ne? Statement ist übrigens verlinkt zum Nachschauen. Ich will das möglichst schnell hinter mich bringen, ne? Aus Blutdrucksgründen. Dann geht die Relativierungstirade los, ne? Du bist nicht besser, Monte, bla bla bla. Und dann... Ach, lass sein. Ich brauche nicht mehr lange reden. Er hat Krebs vorgetäuscht, er hat Abschiebung vorgetäuscht und gelogen. Er hat eine Dame, die wundervoll, wunderschön ist, also Mutlu, top. Eine starke Frau, die durch Gottes Händen, durch einen Engel überlebt hat, wirklich, also krank, wirklich hat er sie im Live über, ich glaube, da waren fast 20.000 Leute live dabei, so heftig beleidigt, ich werde dich, keine Ahnung, das ist so ekelhaft und auch seine Entschuldigung, nicht mal ernst gemeint, aber wir wollen ja nicht immer auf die Vergangenheit eingehen. Ihr seht, was er alles getan hat. Ich habe erhofft, dass Barello sich geändert hat. Dann gucke ich mir heute die Szene an und ich sehe, dass er heute einfach auf Instagram hingeht und ein Statement abgibt, was sehr wichtig ist, ne? Und sagt, jo Leute, was geht, hier bin ich. Mit seinem Fake-Partner. Bin ich gerade. Leute, wenn diese Story 100.000 Aufrufe kriegt, ne? Ihr könnt das weiterschicken, macht was ihr wollt. Und das. Ihr merkt, es geht wieder um Abonnenten, es geht wieder um Likes, es geht wieder um Reichweite. Wichtig ist, die Story zu teilen und alles zu teilen, damit wir die 100.000 Zuschauer bekommen. Erst dann lade ich das Statement hoch von Mois, wo wir alle darauf warten, wo wir wissen wollen, wo ist das Geld von dem Erdbeben, ist es veruntreut worden, hast du es beibehalten und so weiter und so fort. Sehr viele Fragen, die bis heute noch nicht beantwortet sind, wurden bis heute auch nicht beantwortet und wir werden die ganze Zeit nur noch verarscht. Und ihr seht, es wurde mehrmals gesagt, 20 Uhr, 20 Uhr, 20 Uhr. Ja, Leute, mit... Und immer wieder wurde gelogen. Ich werde mich zu kurz halten, meine lieben Damen und Herren. Ich hoffe, ihr verbreitet dieses Video, um zu zeigen, wie ekelhaft diese Menschen sind. Ich zähle auf euren Support. Ja, ich sage, ich zähle auf euren Support, weil ich wollte extra dieses Video machen, um euch zu zeigen, was hier abläuft. Ich spreche hier für viele Menschen, die mich privat gerade anschreiben und gesagt haben, wie beim vorigen Video, danke, dass du aufklärst. Ich rede da wirklich für viele und sage, das, was du machst, lieber Barello, ist ekelhaft und fremdschämend. Und ich habe erhofft, dass du dich geändert hast, aber hast du nicht. Das ist ekelhaft. Deshalb, meine lieben Damen und Herren, nach diesem Video wirst du Barello hassen. Das war's von mir. Danke für jeden, der dieses Video bewertet, mich weiterhin unterstützt auf meinem Weg. Von meiner Seite out. Peace.